Die Stiefel gegen Flügel tauschen. Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf. Ich fühle mich wie ein verkaterter Gott. Musste das Leben lange suchen. Ließ es brennen, ließ es Blut. Willkommen auf meinen Kanal. Heute mal ein anderes Video. Ich laufe heute mal zur Näherei. Lass mal zwei Sachen nähen, denn muss auch mal gemacht werden, so oder so. Also, denke ich, so mache ich heute. Und ja, und da werde ich euch mal ein bisschen mitnehmen. So, ich laufe auf jeden Fall sehr schön auf der Straße rum. Komm, da hinten auch jemand. Zeige ich aber jetzt nicht. Lärmschutz und so, sind ihr ja. Ne? Werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da bin. So, hier bin ich wieder. Samir Trapp von der Schneiderei. Da konnte ich leider euch nicht mitnehmen in der Schneiderei. Ich habe nach der Frage durfte ich nicht. Aber ich war jetzt bei der Schneiderei, habe mein Nähat und meine Hose abgegeben. Darf am Samstag hin und die Sachen wieder abholen. Das ist ein kurzer Vlog von mir, dadurch ich neu auf YouTube bin und ich nicht weiß, was ich sonst so oder wie das alles so funktioniert. Muss ich mal schauen, dass ich das ja auch noch bearbeiten muss und schneiden muss und so das Video. Also, der hat mich jetzt mit Freund angesprochen. Ich war ziemlich begeistert von dem jetzt schon. Wenn jetzt noch die Sachen perfekt sind und gemacht sind, finde ich das klasse. Muss mal meine Hand wechseln, meine Hand wird schwer. Wenn ich ein bisschen wackel, dann tut es mir leid. Aber den nicht. So, jetzt laufe ich erstmal nach Hause und schaue dann, was sonst noch so zu Hause zu machen ist. Wenn das Video online, das wird an selben Tag online schon, wie ich das drehe gerade. In der Schneiderei durfte ich nicht filmen oder so. Ist auch nicht schlimm. Wollte ich, er hat aber gesagt, mach die Kamera aus, deswegen zumindest das Handy ausmachen, das heißt, ich sollte dann nicht filmen, tut mir leid für euch, ich hätte dann euch mitgenommen dahin, habe ich euch auch dann mit hingenommen und sehen uns gleich, wenn ich zu Hause bin. So, hier bin ich wieder zu Hause und ja, das war es eigentlich schon wieder von meinem Devi-Vlog. Wenn euch das gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben, abonniert, kostet nichts, ist auch kostenlos, einfach nur abonnieren und ihr findet viel mehr von mir. Und damit würde ich mal sagen, ciao.